Hallo liebe Erdlinger, hallo liebe noch nicht Veganer. Heute spreche ich ausnahmsweise mal nicht über Veganismus, denn vegan zu leben ist ja nicht das Einzige, was wir machen müssen, um unser Überleben auf diesem Planeten irgendwie zu sichern. Nächsten Freitag ist es wieder soweit. Der Black Friday ist der Startschuss zum Konsumendspurt des Jahres. Dann müssen wir wieder Schnäppchen jagen, Geschenke kaufen, sie in Geschenkpapier einpacken. Wir müssen die Weihnachtsbeleuchtung raushängen, wir müssen einen Weihnachtsbaum besorgen und den auch noch schmücken. Müssen wir? Wer sagt denn das? Tradition und Gewohnheiten. Aber eigentlich müssen wir doch was ganz anderes. Wir müssen damit aufhören, unsere Umwelt, unser Klima und die Zukunft unserer Kinder zu zerstören. Jedes Schnäppchen und jedes Geschenk verbraucht Energie und Ressourcen, ist in Pappkartons oder Plastik verpackt und legt Tausende von Kilometern zurück. Die Dekobeleuchtung treibt unseren Energieverbrauch in die Höhe und der Weihnachtsbaum ist einer weniger, der im Wald steht, Lebensraum für Wildtiere bietet und CO2 aus der Luft filtert. Und wofür das alles? Für weihnachtliche Stimmung und sinnlose Geschenke? Derzeit hindert der Corona-Lockdown uns sowieso daran, die Tradition zu pflegen, uns auf dem Weihnachtsmarkt mit Glühwein abzufüllen, um in Weihnachtsstimmung zu kommen. Der Geschenkeeinkauf spült dieses Jahr eher Amazon die Kassen voll als dem lokalen Einzelhandel. Und streng genommen dürfen die meisten sich sowieso nicht treffen, um sich Heiligabend beim Geschenkeauspacken zu beobachten. Ich hätte da einen Alternativvorschlag für euch. Verzichtet auf die Weihnachtsbeleuchtung und den Weihnachtsbaum und sagt euren Freunden und Familie, dass ihr ab diesem Jahr keine Weihnachtsgeschenke mehr kaufen werdet und keine mehr haben wollt. Inspiriert sie, das Gleiche zu tun. Trefft Familienabkommen à la wir schenken uns an Weihnachten nichts mehr oder wir schenken uns nur noch selbst gebastelte, reparierte oder gebrauchte Dinge oder Zeit, die wir einander widmen, um den Druck auf Klima und Umwelt zu reduzieren. Oder noch besser, schenkt Dinge, die Klima und Umwelt gut tun, wie zum Beispiel Spenden für Baumpflanzaktionen oder Umweltschutzprojekte. Ach, und wo wir gerade dabei sind, spart euch auch die Silvesterböller und Raketen, denn die sind noch sinnloser als ein neues Paar Socken für den Schwiegervater. Tradition ist Festhalten an dem, was uns hierher gebracht hat. An den Rand des Aussterbens. Lasst uns mit dieser Tradition brechen und neue Traditionen etablieren, die uns helfen, unsere Chancen auf ein Überleben auf diesem Planeten zu fördern. Ach, und irgendwie kann ich es mir doch nicht nehmen lassen, vielleicht doch über Veganismus zu sprechen. Denn an Heiligabend wird ja traditionell das Fest der Liebe mit einem Festmahl gefeiert. Wie wäre es, wenn ihr das mal versucht, vegan zu machen? Es gibt wunderbare Rezepte, die man im Internet finden kann. Und die sind gar nicht so schwer umzusetzen. Und ihr würdet damit einerseits die Liebe für die Tiere feiern und andererseits die Liebe für das Leben und das Überleben feiern. Das wäre doch mal was. Denk mal drüber nach.